Ja, und damit an alle ein ganz herzliches Willkommen zur mittlerweile sechsten Ausgabe der Not So Late Night Darts Show. Wir freuen uns riesig, dass ihr alle wieder dabei seid, die ihr uns von zu Hause zuschaut. Und ich freue mich vor allem, dass ich heute zum ersten Mal sagen kann, die Not So Late Night Darts Show powered by Hülo, unsere kleine, aber feine Show, hat ihren ersten Sponsor gefunden dafür. Oder darüber freuen wir uns natürlich sehr und wollen uns ganz herzlich bei Hülocare natürlich auch bedanken. Begrüßen ganz besonders an dieser Stelle unsere beiden Gäste des Abends, den World Matchplay Champion Dimitri Vandenberg und den Maximizer Max Hopp. Jungs, schön, dass ihr da seid. Kleiner Hinweis noch an dieser Stelle an unsere Zuschauer. Auch heute soll es natürlich hier wieder ein bisschen interaktiv zugehen bei uns. Sprich, ihr habt die Möglichkeit und ein paar von euch haben die Funktion unten am Chat auch schon gefunden, wo ihr eure Hand heben könnt. Diejenigen, die die Hand heben, die werden dann auch berücksichtigt, wenn es dann nachher geht, darum geht, dass unsere Zuschauer ein paar Fragen stellen können. An ausgewählten Stellen machen wir das. Und wir freuen uns auf eine lustige Stunde mit euch. Ja, Männer, schön, dass ihr heute Abend mit dabei seid. Max, so zwischen UK Open und Super Series 2, wie ist die Lage bei dir gerade? Ja, ich bin ja in Quarantäne zu Hause und ja, erstmal froh. Ja, wäre man gestern zurückgereist, es gibt ja jetzt neue Bestimmungen. Also nach der nächsten Series müssen wir alle 14 Tage in Quarantäne. Noch sind es 5 Tage mit Test. Ja, also wäre man theoretisch bei den UK Open noch weitergekommen, dasselbe Problem hatte der Gaga ja auch, dann hätte man gar nicht an der Super Series 2 teilnehmen dürfen. Boah, das ist verrückt. Ja, Dimi, ich kann mir vorstellen, auch in Belgien wird das Ganze zurzeit nicht unbedingt viel einfacher sein, als das in Deutschland der Fall ist. Wie hast du es alles organisiert bei dir? Bei mir läuft es eigentlich normal. Wir machen unsere Covid-Tests, wenn wir wieder zurück sind von Turnieren. Und wenn der negativ ist, dann kannst du einfach rausgehen und dann würdest du die nächste schon wieder einbuchen, weil wir ja zum der Super Series 2 reisen müssen. Also dann buchen wir die 2 Tage vorher, wir zum England wieder gehen. Und dann bekommen wir von der PDC wieder so einen Exemption Letter. Dann mussten wir den natürlich zeigen an die Grenze. Und dann, ja, geht's wieder ab in die nächste Turniere. Aber ich bin da noch ganz locker mit, weil ich finde, wir müssen schon so viel machen und so viel tun für diese Pandemie, dass ich mir ein bisschen den Ball säge, warum soll ich all die anderen Sachen von Pandemie, Isolation und solche Sachen noch hinfolgen. Wir sind immer negativ, wir machen so viel die Tests. Also ja, warum müssen wir immer dann noch so wie Max jetzt die Quarantäne tun? Das verstehe ich ja gar nicht. Da sind wir schon zwei. Ja, es ist natürlich weiterhin verrückte Zeiten. Ich meine, Dimi, bei dir kam ja noch dazu. Ich denke, deine Fans werden das mitbekommen haben. Du bist ja vor ein paar Wochen operiert worden, hast ja lange mit der Schiene gespielt oder spielst du auch jetzt noch mit der Schiene am Knie. Ja. Sag uns kurz, guck mal, interaktiv. Oi, oi, oi. Ich stehe immer noch und ich laufe immer noch rum mit die Knieschiene. Sag uns kurz, was genau war eigentlich kaputt an deinem Knie und wie ist mit der OP alles gut verlaufen? Also, was genau kaputt war an meinem Bein, war zum ersten Mal den Meniskus. Ein Stück von dem Meniskus war in die, wie sagt man das, in die Höhle von dem Knie, von deinem Bein, sodass du nicht mehr in Lockpositionen stehen kannst. Und das andere, weil ich mich wehgetan habe, war mein vorsten Kreuzband. Also die von am Bein, die habe ich dann komplett durchgerissen. Und die OP ist eigentlich ganz gut gelaufen. Mein Arzt, die war sehr, wie sagt man das, sehr stolz oder sehr enthusiast über wie das gelaufen ist. Mein Bein war gar nicht so dick. Also alles ist in den positiven Weg, sodass ich wieder 100% fit ans Board gehen kann. Wie hat dich das seit der Operation, wie hat dich das beeinträchtigt? Hat es dich überhaupt beeinträchtigt oder hast du keinen großen Unterschied gespürt zu der Phase davor? Ja, klar, habe ich einen großen Unterschied gespürt, weil ich habe fünf Monate, glaube ich, lang rumgelaufen mit meiner Knieschiene, aber ohne den OP. Jetzt ist den OP passiert und habe ich dann ja natürlich in das Ungewissen gewesen, dass ich eigentlich immer noch bin. Ich brauche echt die Zeit, um da richtig gut von zu heilen. Ich nehme auch alles als eine Übung. Alles ist hier, was jetzt passiert, so Schritt bei Schritt. Und ich gucke mal, was mir auf den Weg kommt. Aber ich gehe es nie aus dem Weg. Ich kämpfe mich da durch. Aber ich gebe mir die Zeit und den
Ja, WM ist ja bis Ende des Jahres, also ich habe noch ganz viele Monate vor mich stehen. Ja, Max, du kennst das sicherlich auch. Wenn man jemand, der, glaube ich, nicht Dart spielt, unterschätzt das auch leicht, was das ausmachen kann, wenn man so ein ja, körperliches Problem hat beim Dartspielen. Das wirkt sich schon auch heftig aus aufs Spiel. Ja. Definitiv. Und das ist völlig egal, ob es der Rücken ist, das Bein ist, der Arm ist. Bei uns ist ein stabiler Stand ja auch extrem wichtig. Und das ist ja auch Dimitris Standbein. Und deswegen ist es da ganz, ganz schwer, erstmal wieder die Balance zu finden und auch das Bein voll belasten zu können. Und im Darts normalerweise, wenn wir jetzt nicht in der Pandemie wären, wenn du 3, 4 Wochen ausfällst, das kann nicht eine Matchplay-Teilnahme oder sonstiges kosten, weil du eigentlich immer jedes Wochenende ein Turnier hast. Ja, das stimmt. Dimi, Ja, das. nur war es bei dir so, bei der ersten Super Series in diesem Jahr bist du, glaube ich, dreimal in der ersten Runde ausgeschieden, einmal in der zweiten. Jetzt war auch Ja. bei den UK Open nach deiner ersten Partie gegen Luke Woodhouse schon Schluss. Ja. Würdest du sagen, dass es auch zu einem gewissen Grad mit dem Problem am Bein noch zusammenhängt? Eigentlich nicht, weil wenn ich gucke zu ja, den Weg, den ich gespielt habe bei den Super Series, ich war ja richtig gut und trotz des Averages, das ist halt wie den Standard in dem PDC, ja, sich immer aufbaut. Jeder Spieler arbeitet sehr viel dafür und ja, das schaut man oder das sieht man auch an diese Averages in die Turniere. Also selber, ja, also wie gesagt, das war für mich zum Probieren, mal zum Schauen, wie weit ich jetzt stehe mit meiner, ja, wie heißt man das, Revalidieren? Stimmt das? Revalidieren oder sowas? Die Heilung von meinem Bein? Ja. Also ich nehme alles mal, wie es kommt, ich eben weggeben. Aber bisher habe ich noch nicht gemerkt, dass ich schlechter spiele oder dass ich mich Sorgen mache. Nee, gar nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich total noch nicht 100% fit bin. Aber man freue ich mich schön darauf, dass ich wieder 100% fit ans Board gehen kann. Ja, ich glaube, wenn man den einen Tag von der Super Series gesehen hat, ich glaube, da bist du mit einem 111er Average ausgeschieden. Also das zeigt auch den Wahnsinn, der vor sich geht in der PDC. Ich glaube, gegen Stephen Bunting, der, glaube ich, ein 98er Average hatte und du hattest Ja, 111. richtig. Also ich Ja. glaube, können sich alle warm anziehen, wenn das Bein wieder völlig in Ordnung ist dann. Naja, ich hoffe einfach, dass wenn ich dann in diese Spiele wieder so stark spielen kann, dass ich dann auch die Chance, die ich bekomme, auch ja, nehme, dass ich die Doubles dann nicht verpasse. Weil manchmal hatte ich trotzdem noch das Gefühl, dass ich, so wie Max gesagt hat, nicht den Balance hatte auf meinem Bein und den nicht richtig belasten könnte. Und ja, deswegen, ich nehme mich alles, wie es kommt, Tag pro Tag, Turnier pro Turnier, Spiel pro Spiel. Ich muss mich nicht beeilen. An der anderen Seite bin ich nur 26 Jahre jung. Also ich habe noch eine ganz große Karriere vor mich, noch so viele Jahre zu spielen. Also das hoffe ich mal, wenn mein Bein immer mitgeht. Aber ja, nichts zu schnell gehen. Ich nehme meine Zeit. Das hoffen wir natürlich auch, dass wir dich noch einige Jahre beim Dartspielen bestaunen können. Max, bei dir war es bei der Super Series so, ich glaube, zweimal zweite Runde, einmal dritte Runde, einmal erste. Du hast auch Spiele Streber. dabei gehabt, die auch vom Average her richtig, richtig stark waren und dann auch wieder so ein paar, wo du dann im 80er-Bereich warst vom Average her. Ist das auch immer noch der Schlüssel, glaube ich, der auch bei dir noch so ein bisschen fehlt, die Konstanz wirklich, das Ganze auf so einem Level zu halten, wo man unter diesen Wert vielleicht von 95 Punkten nicht fällt? Auf jeden Fall, die Schwankungen bei mir sind noch zu groß. Also ich kann zwischen 85 und 105 irgendwie gefühlt alles spielen. Und das ist immer so eine Tagesüberraschung, was ich letztlich ans Board bringe. Aber es waren noch Spiele dabei gegen Ian White, weiß ich noch, bin ich in der ersten Runde raus. Da habe ich einen 105er Schnitt gespielt, 6 zu 5 verloren, er selber 103. Also ähnlich wie bei Dimitri, ne? Dimitri hat es ja auch schon gesagt, der Standard in der PDC ist einfach abnormal. Ist egal, ob es ein Dame Hatter, ein Devin Peterson, Gervin Price ist. Wenn die ihren Sahnetag haben, dann spielen die echt kranke Averages von über 100. Ja? Also 100 war vor 2 Jahren schon echt, wo du gesagt hast, Chapeau, das ist gut. Und inzwischen ist es dann die 110er-Marke. Also alle Spieler haben sich verbessert. Ja, sowieso. Also man kann das so merken, 2 Jahre her, wenn du dann mal 100 Schnitz gespielt hast, dann ja, da war es einfach richtig drauf. Aber jetzt von die 128 Spieler sind sogar die Neue, das gerade den Tourcard gewinnen. Schauen wir zu den Alan Suter. Wie oft das der 105er Schnitt gespielt hat, das ist Wahnsinn. Also sogar die Neue sind sofort mit den hohen Averages dabei und sind sofort die Profis, dass man ja in dem PDC sehen will. Ja. Das ist wirklich eindrücklich, das haben wir auch festgestellt. Max, bei dir, bei den UK Open, richtig, richtig stark angefangen gegen Willie O'Connor und Vincent van der Voort gewonnen, auch mit richtig guten Averages, beide so um die 99 Punkte.
Und dann dieses Spiel gegen Peter Jakes, wo du erst 5-0 vorn liegst, dann 6-2 vorn liegst, dann bist du in Rückstand geraten, warst dann wieder 9-7 vorne und am Ende dann mit 10-9 verloren. Also ich kann mir vorstellen, dass das so eins der Spiele ist, an denen man ein bisschen länger knabbert. Naja, auf jeden Fall. Ich sag's jetzt mal wieder. Sorry. Ich sag's mal auf gut Deutsch, schön blöd gewesen. Tatsächlich, wenn du so einen Vorsprung hast, das darfst du eigentlich nicht mehr aus der Hand geben. Fair Play muss man aber auch an ihn sagen. Er hat gekämpft, also er hat nochmal eine Aufholjagd gestartet. Aber trotzdem, schön blöd, das darf man nicht verlieren. Es passiert aber halt. Und ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein, dadurch, dass ich die Super Series verpasst hätte, hätte ich das Spiel gewonnen und wäre nicht mehr heimgekommen. Vielleicht war es doch Schicksal und es sollte halt einfach so sein, dass ich eben die Super Series 2 spielen kann. Wenn du jetzt eins der 4 Events dann bei der Super Series 2 gewinnst, dann glauben wir nicht an Zufälle. Dann sollte das so sein, dann hat der Dartgott dich absichtlich gegen Peter Jakes verlieren lassen, dass das noch zustande kommen kann. Ja, letztendlich der Gewinner bei den UK Open, ein alter Bekannter, einer der absoluten Routiniers, James Wade. Es überrascht einen auch nicht mehr. Also er ist, ab und zu taucht er mal so ein bisschen unter, aber er hat auch dann immer wieder solche Turniere dabei, wo du denkst, der alte James Wade, Dimi. Auf jeden Fall. Also das ist bei mir in das Management. Und die letzte Zeit war da wieder so ein bisschen Witze am Machen mit ihm. Was ist los mit dir? Warum schaffst du es bis Finale, aber schlecht gesagt, warum verkackst du es dann? Also wir machen so Witze mit ihm, weil ja, ist bei uns im Management, aber er endlich mal seinen 10. Major-Sieg hat, sogar den 3. Mal den UK Open, wenn ich mir richtig bin. Aber ja, im Finale war Luke Humphries nicht mehr so ja, super, so wie er war gegen Michael Van Gerwen. Auf jeden Fall nicht auf die Doppel, das hat man in erster Leg-Support gesehen. Aber James hat einfach getan, was er ja, immer tut, die 150 aus, die Checkouts, wenn der andere die verpasst, er nimmt sie und ja, er war die deutliche Gewinner im Finale und ich freue mich sehr für ihn. Ich glaube, es gibt für Dartspieler auf der Welt kein hoffnungsloseres Gefühl, als wenn man hinter James Wade steht und der 20 Punkte Rest hat. Dann kannst du eigentlich sagen, okay, komm, wir packen zusammen. Und nach seinem Sieg dann jetzt bei den UK Open ist natürlich auch die Diskussion dann wieder aufgekommen. Er hat sie auch selber so ein bisschen entfacht. Hätte es James Wade verdient gehabt, Premier League zu spielen, hätte er in die Premier League gehört. Und das wollen wir auch mal unsere Zuschauer hier fragen. Und da starten wir mal hier diese kleine Umfrage. Und bin ich gespannt, was die Zuschauer sagen, ob sie James Wade gerne in der Premier League gesehen hätten oder ob sie meinen, dass das verdient gehabt hätte. Max, dein Standpunkt, James Wade, Premier League-Spieler eigentlich? Ja, er hätte es irgendwo schon verdient gehabt. Er hat eigentlich ein ganz gutes Jahr gespielt. Auch beim Grand Slam war er sehr gut, bis aufs Finale tatsächlich. Da war D'Souza einfach zu stark für ihn. Das hat man gemerkt. Also ich hatte das Gefühl, dass José das auf jeden Fall gewinnt, so wie er gespielt hat. Ja, und ich meine, jetzt hat er die UK Open direkt gewonnen. Also super Start ins Jahr. Vielleicht dann ja nächstes Jahr ein Kandidat. Das kann gut möglich sein. Wir schauen mal, während hier die letzten Abstimmungen eintrudeln, aber so ziemlich alle haben jetzt eigentlich ihre Stimme abgegeben. Jetzt beenden wir mal die Umfrage und schauen uns das an. Und da sagen nämlich satte 74%, dass James Wade das eigentlich verdient gehabt hätte, Premier League zu spielen. So, und jetzt stellt sich aber, ich war auf diesen Moment vorbereitet, dass das viele Leute sagen würden, jetzt stellt sich natürlich die Anschlussfrage, wenn James Wade Premier League spielt, wen hätte man denn dafür rauslassen sollen? Wir haben jetzt mal die ersten. Moment, Max, ich weiß nämlich, wen du sagen willst. Wir haben die Top. Der Timmy. Nein. Ich weiß, wen er gesagt hätte. Wir haben nämlich die Top 4 der Welt, haben wir mal ausgenommen jetzt, weil die sind ja sowieso laut der Regeln gesetzt dafür. Also haben wir jetzt die 6 genommen quasi, wo die PDC Mitspracherecht hatte, okay, kommen Sie rein, kommen Sie nicht rein. Und wir haben noch eine 7. Antwortmöglichkeit gelassen, okay, dann doch lieber nicht James Wade. Also ich bin mal gespannt, was dabei jetzt rauskommt, weil das ist natürlich die Schwierigkeit, die sich dann immer stellt, wenn man noch einen Spieler dazu nehmen möchte. Wen lässt man dafür raus? Dimi, dein Standpunkt, James Wade in der Premier League und wen man eventuell hätte rauslassen können? Also ja, James Wade in der Premier League und auf jeden Fall, nachdem er den UK Open gewonnen hat, ist er in der Top 4 der Welt gekommen. Also Rob Cross ist jetzt Nummer 5, glaube ich, mir in der Welt und James Wade Nummer 4. Aber oh, wer soll rausgehen dann? Also ja. Das ist eine ekelhafte es ist auch Frage, nur, deshalb habe ich sie gestellt. Das ist eine ekelhafte Frage, das stimmt. Aber nicht, dass ich die Spieler es nicht zuwünsche. Aber
ich werde dann sagen, ja, Gary Anderson, was hat er gewonnen? War beim WM-Finale. Also das kann man natürlich auch schon okay. Wieder werten, eigentlich. Also ja, das stimmt. WM-Finale, dann kriegst du den Matchplay-Finale gegen dich. Ja, stimmt. Aber er muss ja auch, ne? Also ihr müsst ja wissen, Leute, er kann ja nur Gary Anderson oder Johnny Clayton sagen. Weil sowohl Sousa, Durant, der Rest ist alles in seinem Management-Team. Ja. Also. So. Das ist eigentlich auch so was von wahr. Das ist Wahrheit. Das also das, was Dimi sagen kann, und wir schauen, was unsere Zuschauer gesagt haben. Die hätten nämlich gesagt, okay, 37% hätten dann Jose de Sousa lieber rausgelassen für James Wade. 15% jeweils für die letztjährigen Finalisten, Glenn Durant und Nathan Espinel. 11% Johnny Clayton. Oh. Immerhin 14%. Jemand hat mich gewählt. Ich bin mir sicher, Max. Nehmen wir Max konnte gar nicht abstimmen. Das warst du. Kann ich teilnehmen. Nee. Max konnte gar nicht abstimmen. Das weiß ich. Ich will nur Spaß am machen. Und der eine, ich hab dich trotzdem lieb. Ich bin mir sicher, jetzt würde er seine Stimme wieder zurücknehmen. Jetzt, wo du das gesagt hast, würde er das nicht nochmal sagen. Safe. Und immerhin 14% hätten noch gesagt, okay, dann lassen wir doch lieber James Wade zu Hause, wenn wir einen von den anderen rausnehmen müssen. Also das ist doch mal ganz interessant, diesen Einblick zu bekommen, was unsere Zuschauer da ganz gern gesehen hätten. Und ein paar mehr Einblicke in das, was unsere Zuschauer denken, beziehungsweise euch fragen wollen, die holen wir uns jetzt, denn es wird Zeit für unsere ersten beiden Zuschauerfragen und wir holen uns mal den Tom hier mit in die Diskussion und dann sind wir gespannt, welche Frage der Tom an Max oder an Dimi stellen möchte. Kleinen Moment. So, genau, jetzt hören wir ihn. Tom, grüß dich, Tom, hallo. Ja, grüße euch. Und hallo. Ja, bereit, euch mal wieder live zu sehen. Ist schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her. Letztes Mal war es in Göttingen. Aber ja, wird schon wieder kommen, hoffe ich. Ich habe mal eine kleine technische Frage. Und zwar, wie ist es bei euch, wenn ihr jetzt zum Beispiel die 41 Rest habt und wollt die 25 spielen, um auf Doppel 8 zu kommen? Zielt ihr dann bewusst auf das normale Bull oder werft ihr einfach in die Mitte, weil ja die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch ist, dass man öfters das einfache Bull als das Doppelbull trifft? Oder zielt ihr da wirklich genau? Das ist generell schon mal ein sehr mutiger Weg bei 41 Rest. Ja, das finde genau. Ich mir auch. Ich will also nicht mit 41 sein, aber kann auch generell. Also, wenn man die Frage stellt auf 61, werde ich sagen, ich werde auch echt auf die 25 zählen. Ja, auf 61, Doppel 18, ja, schön, aber auf 41 finde ich das, ja, mutig, genau, ein gutes Wort ist mutig. Ja, aber generell, also ihr zielt dann wirklich bewusst auf das einfache Bull, also nicht einfach nur in die Mitte halten. Ja, das denke ich, Max tut das auch. Okay. Ja, aber bei 41 doch lieber 9 Doppel 16. Ja, ich folge dich, Max. 9 Doppel 16, favorite Kombo. Tom, auf der 41 nageln sie dich jetzt fest. Tom, von wo aus schaust du uns denn zu heute Abend? Aus Mainz. Aus Mainz, richtig. Das ist doch. Guten Abend an alle Menschen in Mainz. Ja, Gruß nach Belgien. Dankeschön. Und dann viel Erfolg euch. Ne? Tom, vielen Dank, dass du heute Abend dabei bist und viel Spaß noch beim Rest der Show. Danke. Mach's gut, ciao. Und jetzt machen wir doch gleich noch einen zweiten und holen uns mal die Anja dazu. Ich hoffe, es ist nicht meine Schwester, die heißt auch Anja. Ich hoffe jetzt so sehr. Dann werden wir jetzt schmutzige Familienwäsche waschen. Erzähl uns mal schöne Geheimnisse, Uwe Max. Was wie war er denn so als kleiner Bruder? Sie wird bestimmt sagen, ärgerlich. Ja. Die Anja muss ja noch. Jetzt hören wir die Anja. Hallo Anja, grüß dich. Okay, alles klar. Da ist nicht meine Schwester. Nee. Ja, Max, ich bin fröhlich. Ich hab keinen Bruder. Ich hätte zwar gerne einen gehabt, aber dich sowieso. Oh. Max, der Bruder, den Anja nie hatte. Ja, das ist so. Schön. Guten Abend, Anja. Hallo Dimitri, hallo Max. Anja, schieß los. Was ist deine Frage an die zwei? Ich sitze hier mit meinem Mann. Das ist Jens. Hallo. Grüß dich, Jens. Hallo, Jens.
Und eigentlich hat er jetzt gerade eine Frage, weil er ist so mehr der Aktive. Ich bewundere euch immer und er ist der, der auch mal selber spielt. Also fragt er mal. Ja. Ja, schön, dass ich euch beide jetzt mal sprechen kann. Zuletzt habe ich ja hier Max in Hildesheim gesehen letztes Jahr. Ja. Wir waren so mutig und haben gebucht. Was schön, dass ihr bei uns wart, das freut uns sehr. Das ist so mutig wie halb wohl doppel acht. Ja, Frage geht an beide. Okay. Wie ist das vom Feeling? Ihr steht auf der Bühne, werft ein 105er, 111er Average und dann scheidet ihr aus. Mhm. Freut ihr euch noch über das geworfene Average oder ärgert ihr euch mehr über das verlorene Match? Sowohl als auch. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß schon. Ich bin immer positiv, wenn ich einen 100-Schnitt spiele. Einzige, was ich dann nachher tue, ist die Leistung mal wieder nachgucken. Wo habe ich vielleicht Fehler gemacht? Wo könnte ich mir das Spiel trotzdem gewinnen können? Aber negativ darüber nachdenken kann man nicht, weil ja, wenn man mit einer 105 oder plus verlierst, ich finde nicht, dass man dann schwach gespielt ist. Dann haben wir eigentlich unsere Arbeit gemacht, aber leider war der Gegner auf einzige Punkten doch ein bisschen besser. Ihr hattet ja vorhin schon gesagt, die Averages werden immer höher, sodass man ja wirklich dann nur noch von Tagesform ausgehen kann. Gut seid ihr ja alle irgendwie, aber eben an einem Tag mal mehr oder weniger. Ja, ich weiß, dass es so eine Liste gab, wo ich aus 128 Spieler die sechste höchsten Average hatte über die 4 Tage. Leider habe ich trotzdem... ach komm, jetzt, du hast so viel mehr verdient als ich dann. Also das stimmt gar nicht, Max. An Lob. Mehr sagen sie dann, Max, was laberst du? Nee, also die Averages, ja, wenn du gut spielst, einen guten Average hast, dann kannst du nur positiv denken. Aber ja, an die andere Seite, man will auch gewinnen. Ich glaube, der Max wird auch immer so sagen, ich möchte lieber als Gewinner rauskommen mit einem schlechten Average, dann verliere mit einer guten. Ja, man muss auch schmutzig gewinnen. Ja, das muss man können. Das sowieso. Ich hätte jetzt gerne noch eine Insider-Info. Habt ihr schon irgendwelche Informationen, wann es mal wieder live losgeht, so richtig in Halle? Dürft ihr nicht? Ach, schade. Das heißt, wir dürfen nicht, das liegt am Moderator. Sag das bitte. Ich habe hier niemandem verboten, was zu sagen. Nein. Vielleicht kann ich dazu aber was sagen. Es ist natürlich so, dass wir uns die Entwicklung, die jetzt zurzeit ablaufen, dass wir uns das ganz genau anschauen. Und unser Bestreben jetzt ist, das so lange abzuwarten, bis wir sagen können, okay, jetzt können wir wirklich Termine nennen, die verlässlich sind, ja, dass man nicht sagen muss, okay, wir geben jetzt was bekannt und dann müssen wir es doch wieder verschieben oder doch nochmal absagen. Wir wollen jetzt wirklich auch, dass wir den Fans, euch Termine geben können, die verlässlich sind. Und sobald das der Fall ist, sobald wir diese Termine setzen können, werden wir die natürlich auch kommunizieren. Und dann hoffen wir, dass wir uns alle so bald wie möglich dann auch wieder in den Hallen live sehen können und hoffentlich auch wieder mit der großartigen Stimmung, die unseren Sport so auszeichnet. Ja, wir vermissen unsere Fans. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja noch die Tickets von Leverkusen und Trier liegen, also wir warten auf neue Tickets. Genau, hebt die bloß auf und die bleiben natürlich gültig und dann sehen wir uns hoffentlich bald in Leverkusen. Anja, Jens, vielen, vielen Dank für eure Fragen und genießt den Rest der Show noch. Danke. Danke euch. Danke euch. Viel Erfolg weiter. Macht's gut. Danke beide. So, das war eine ganze Salve an Fragen, die da noch gestellt worden ist. Männer, ich habe, als ich die Show vorbereitet habe und dann natürlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht habe, okay, was ist so in dem letzten Jahr, in diesem verrückten Corona-Jahr eigentlich passiert? Da ist mir ein Event ganz besonders wieder in den Kopf gekommen, wo ihr auch beide dabei gewesen seid. Unsere Drive-in-Darts-Gala in Hannover, die allererste Drive-in-Darts-Gala der Geschichte. Und für diejenigen, für die Zuschauer, die nicht dabei waren, die sich deshalb natürlich auch nicht daran erinnern können, weil sie nicht dabei waren, haben wir hier mal einen kleinen Clip vorbereitet, der ausgesehen hat in Hannover. Moment. Ich hätte auch noch einen Clip, Philipp. Du hättest auch noch einen Clip. Ich war verpflichtet. Diesen Clip wirst du niemals zeigen, Max. Das verbiete ich ausdrücklich. Und wir gucken uns jetzt den Clip an, der gezeigt werden darf. Wir waren verpflichtet, das zu tun. Oh, eine Knieschiene.
Der 24. Juni 2020, ein ganz besonderes Datum in der Darts-Geschichte. Es war und auch in mein Leben. Ja, ja, exakt, Dimi. Es ist weil dann ist meine Beziehung angefangen mit meiner Freundin. Und wir letztes waren Jahr auf 24. Juni. Siehst du mal, du wirst immer sagen können, Schatz, unser Jahrestag ist zwar was Schönes, aber viel wichtiger, damals war die Hannover Drop in Darts-Gala. Nein, sag das auf keinen Fall. Sag das auf keinen Fall. Deshalb bedanke die PDC Europe. Ja, gern geschehen, Dimi, gern geschehen. Nee, Jungs, rückblickend betrachtet natürlich eine echt lustige Geschichte. Was man dazu sagen muss, wir machen natürlich nach unseren Events auch immer Befragungen unter den Leuten, die da waren. Okay, wie zufrieden wart ihr mit dem Event? Wir hatten noch nie davor ein Event, wo die Leute derartig zufrieden damit waren, wo die Leute so begeistert von waren. Also wir wussten, als wir euch damals eingeladen haben, Max, was war so dein erster Gedanke, als wir dir vom Konzept erzählt haben? Ich war erstmal sehr überrascht. Ich habe gedacht, okay, ich bereite mich jetzt schon mal auf die Karriere nach der Karriere vor, mit Autos waschen. Und stand dem ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich dachte, gibt es denn Leute, die das auch wirklich cool finden? Oder, ne? Und es gab richtig viele Leute, die das cool fanden. Und ganz ehrlich, an dem Tag waren, glaube ich, schon 28 Grad. Und es war echt eine gute Abkühlung, ja, weil wir uns gegenseitig, der Demi und ich ja auch, letztlich mit dem Wasser vollgespritzt haben, die Leute nass gemacht haben und wir hatten echt einen Megatag. Ja, das glaube ich auch. Wir haben jetzt neulich auch nochmal drüber gesprochen. Wir haben natürlich auch echt wahnsinnig Glück gehabt da. Ne? Das war, es hätte natürlich auch, ja klar, Juni ist normalerweise gutes Wetter, aber es hätte auch an dem Tag regnen können und dann wäre die ganze Geschichte nicht so schön geworden, wie sie letztendlich geworden ist. Also viele tolle Erinnerungen und dass da richtig gut Dart gespielt worden ist, das können wir uns auch nochmal schnell angucken, nämlich bei der Partie von... Hab ich wieder gesagt, der Max war Streber, 180er Darts. Mann, ey. Bei der Partie von Max Hopp gegen Raymond van Barneveld. Wir gucken mal rein, ungeschnitten natürlich alles. Ja, hier wir schneiden natürlich nichts, das tut auch gar nicht Not bei der Partie. 180! Alle auf den Horn. Oh, da kommt der Streber in ihm durch. Guck mal, er kann es nicht. Kann es nicht sein lassen. 180! Er kann es einfach nicht diesen alten Mann gönnen, ne? Der hat gesagt, ich muss mal wiederkommen und der Max Schlag geben auf dem Board. 180! So kann es gehen und so sah es damals aus. Also wir haben, wir beziehungsweise ihr habt gezeigt, nicht nur, dass so eine Veranstaltung funktionieren kann, sondern da kann auch richtig gut Dart gespielt werden. Also Max, das war schon auch die obere Schublade, die du da ausgepackt hast. Ja, war mal wieder so ein lichter Moment, ne? Sonne hat geschienen, ich hatte gute Laune, dann geht das. Ja, das stimmt. Wer hat keine gute Laune im Sommer? Das stimmt, ja. Und vor allem, ich glaube, Dimi, was halt auch so wichtig war, was man auch allen Beteiligten angemerkt hat, es war so wichtig, dass der Fankontakt auch mal wieder da war. Ja, das war ja auch das eigentliche Bestreben dieser Veranstaltung, dass wir endlich wieder wollten, dass die Fans kommen können und Darts live sehen. Ja. Ja, für mich war am Anfang auch so, hä, was willen sie machen? Oh nein, ich muss doch jetzt keine Autos oder so sauber machen. Was möchten sie von mir? Ab wann bin ich eine Pro-Autowascher geworden. Das war für mich so, hä? Aber den Tag selber war richtig cool und jemanden da hat noch seine Frau die Hand gefragt. Weißt du euch das noch? Exakt, ja, der stimmt, Heiratsantrag, den Michael van Gerwen überbracht hat. Diejenigen unter euch, die sich das nochmal anschauen wollen, gibt es auch auf dem YouTube-Kanal der PDC Europe, da könnt ihr einfach mal, reicht glaube ich schon, wenn ihr eingebt, MVG und Heiratsantrag, da kann nicht viel mehr kommen, außer dieses eine Video. Aber ja, Dimi, du hast dich gefragt, was wir wollten. Jetzt kann ich es ja sagen. Letztendlich wollten wir eigentlich nur, dass das mit dir und Evi funktioniert. Und das Event war eigentlich nur zum Schein, ja, dass wir euch beiden zusammenkriegen und der Rest war nicht. Ach, und dieses Lied, wenn sie vor mich in diesen Golfkarte war und dann diese hübsche Frau hier vor mich, ich. Im Wagen vor mir. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen, ja. Ja, das war das Lied, das du euch dann benutzt hast. Ach Mann, ey. Was ein lustiger Tag war das. Das war wirklich ein großartiger Tag. Und wir haben gerade eben über den Zuschauerkontakt gesprochen, der da so wichtig war. Und apropos Zuschauerkontakt, ich würde sagen, da machen wir doch einfach nochmal ein, zwei Fragen, die wir jetzt hier mit reinnehmen und fragen mal den
Nino. Herzlich willkommen. Nino holen wir uns jetzt hier dazu. Ja, das ist die Drive-In-gute Laune ist wieder da. Ja. Demi, sag bitte noch ein Meniskus. Kannst du mal bitte aufhören, mit mir zu lachen, ja, mit meinem gebrochenen Deutsch? Max, fühlt er sich gemobbt. Ich sehe dich wieder im Super Series, ne? Wenn du auch mal eine Knieschiene möchtest. Jungs, wir müssen aufpassen mit den Drogen, denn wir haben den Nino schon bei uns. Nino, grüß dich. Schön, dass du da bist. Von wo aus schaust du uns zu heute Abend? Hallo. Hi. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich sehr gut. Okay. Ich rufe aus Oberhamfeld an. Das ist bei Göttingen. Bei Göttingen. Aha. Gut. Dann warst du ja auch gar nicht so weit weg von der Hannover Drive-In-Darts-Gala. Das ist, wenn du nicht da warst, du hättest kommen können. Das stimmt. Aber ich habe auch zwei Kinder, deswegen war es ein bisschen schwierig. Ja, ja. Ja, wir lassen das gelten. Nino, was ist deine Frage an Max und Timmy? Nino? Ja. Was ist denn deine Frage an unsere beiden Stars heute hier? Ja, mich würde mal interessieren, wie lange ihr persönlich, also Max und Demi, gebraucht haben, um herauszufinden, dass halt mehr Talent da ist als bei anderen, sage ich mal. Oh. Eine gute Frage. Ja, bei mir ist es eigentlich so gekommen, dass andere mich erzählt haben, dass bei mir was reinsteckt, dass ich was habe, wo mehr rauskommen könnte, und dann habe ich mir ja die Zeit genommen, um ja so wie immer Schritt bei Schritt zu verbessern. Aber die Traum für mich war sowieso Profi zu werden. Aber so eine Karriere wie jetzt, der Nummer 9 in der Welt zu sein, so schnell hatte ich mir das alles gar nicht erwartet. Aber ich freue mich, dass ich zusammen mit der Max in diesen PDC-Welt gekommen bin. Das freut mich wirklich, weil ich habe diesen jungen Mann der EM gewinnen sehen. Ja, ich weiß auch noch, als ich, klar, wir haben schon der Jugend EM und WM zusammengespielt, und ich glaube, die Jugend-EM war sogar in Antwerpen in Belgien, und ich habe Demi da als sehr fröhlichen Jungen kennengelernt, der mit Team Norwegen, Team Schweden, eigentlich mit jedem Team am Tanzen und am Shakern war. Jeder war so ein schüchtern junger Mann, ne? Das stimmt. Also er war schon immer sehr, sehr zugänglich. Er konnte schon immer sehr gut tanzen, das muss man wirklich sagen. Also so, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt 16 und Demi gerade 18 geworden, ist ja 2 Jahre älter. Und er haut dann da abends quasi in der Kinderdisco im Hotel. Ich fühle mich immer noch ein Kind. Ja, aber er haut da die Dance-Moves raus und du stehst nur daneben und denkst dir, Junge, 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 der hat heute freie Auswahl. Ja, aber so war Max, das. Max, dann kann ja Demi mal was beibringen beim Tanzen, ne? Also auf jeden Fall. Demi hat nicht nur Talent im Dart. Ja, also das Demi ist ein heißer Kandidat für Let's Dance. Oh, auf jeden Fall. Er gewinnt jetzt noch die Premier League und dann kommt er zu Let's Dance. Aha. Mit dir, Max. Nee, ich nicht. Ich rufe ihn an. Can you do it? Can you do it? Max ist meine Cheerleader. Demi und Max tanzen dann zusammen den Paso Doble? Oder? Genau, das wärst du. Ich habe gerade ein Bild von meinem inneren Auge gesehen, das ich nie wieder entsehen kann. Philipp, denk an das Video. Auch du hast schon getanzt. Max, ich habe nicht getanzt. Ich habe hässlich zur Musik gezuckt. Und das ist das letzte Wort, das über dieses Video gesprochen wird. Können wir bitte mal eben diesen Moderator umschalten zu Max, dass er mal ein Video in dieses Gespräch bringen kann? Diese Funktion, Screensharing. Diese Funktion gibt es hier gar nicht. Die ist abgestellt. Das tut sollen mir wir leid. Sollen wir diese Zoom-Leute mal eben anschreiben? Ich hoffe, dass das sehr, sehr lange dauert. Nino, vielen, vielen Dank für deine Frage, auch wenn wir jetzt hier in ganz, ganz sensible Themen abgeschweift sind. Das ist, aber das muss ich ausbaden. Vielen, vielen Dank und viel Spaß noch beim Rest der Show. Ja, danke, ich danke auch. Ne? Schönen Abend noch. Ciao, Nino. Schönen Abend, Nino. Ciao. Oh, weia. Max Hopp, sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Er ist ja der Head Media in Sport, ne? Da kann man noch was raus. Ja.
Head of Media, Sport and Dance bald. Nein. Aber wo wir gerade schon beim Thema Dance sind, ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich hier Devin Peterson und Joe Cullen hier in der Show und da haben wir eine Umfrage gemacht unter den Zuschauern, wen sie für den besten Tänzer bei der PDC halten. Und da hat Dimitri Vandenberg gewonnen. Ich glaube, mit um die irgendwas zwischen 30% und 40% haben Dimitri Vandenberg gewonnen. Jawohl. Devin Peterson war geschockt. Es hat ihn getroffen. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber ich weiß nicht, Demi, ob du das schon festgestellt hast. Und das hat sich ja dann auch bei mir in Hannover gezeigt. Nicht nur, dass du sehr gut tanzen kannst. Du sorgst irgendwie auch dafür, dass Leute um dich herum, die gar nicht so gut tanzen können, das Gefühl haben, okay, jetzt probiere ich es einfach mal. Und da gibt es so ein paar Beispiele auch aus der PDC-Geschichte. Da haben wir hier zum einen... Ach so, der Kim, glaube ich. Da haben wir, beim World Cup. Da haben wir hier zum einen deinen Doppelpartner... Kim Heilbrink. Ist noch richtig auch. Und wir schauen uns ja das... fast auf die Fresse. Und wir schauen uns das einfach mal an, wie das abgelaufen ist. Da kommt's. Es ist, glaube ich, die schönste Drehung, die jemals jemand auf der BBC-Bühne durchgeführt hat. Oh, so witzig. Hast du auch noch Kirk Shepard? Der war noch besser. Ja, der war noch besser. Ich wusste ja sogar nicht mehr, dass er gegen mich spielen musste, dieser Abend. Der war schon abgehauen zum Hotel. Ich habe mit diesem Moment gerechnet, dass wir auf Kirk Shepard zu sprechen kommen würden. Und deshalb, das war Wahnsinn. Deshalb habe ich ihn vorbereitet. Wir haben das zwar auch in der Show mit Devin schon mal gezeigt, aber das kann man sich nicht häufig genug. Right after this match, we will have that live draw for you up on the main stage. So stay with us, but this could be fun. Hopefully the darts match is just as entertaining as the walk-on. And the commentary will be as well, no doubt. Kirk Shepard getting involved. Chris Mason and John Rawling to commentate on the dancing. They're wasted on darts anyway. Well, we need to contribute to this, Chris. You're going to have to do the draw shortly. I'll expect similar moves. Not from me, JR. Hey, fair play. Kirk getting into the... Immer wenn du glaubst, dass du alles schon gesehen hast. Aber Demi, du siehst, was ich meine. Das ist, dein tänzerisches Talent ist da, aber es färbt nicht unbedingt auf die Leute um dich herum ab. Es ist verrückt. Es ist einfach verrückt. Ich weiß sogar noch diesen Moment, wenn er diese Tanz oder was man das nennen soll, getan hat, kommt er wieder zum Tisch und er sagt dir, ich bin müde. Ich denke mir, und du musst noch gegen mich spielen. Im Grunde, also 6-0 weg. Im Grunde da das Spiel schon gewonnen gehabt. Ja? Der hat sich völlig verausgabt. Und richtig. Wir haben auch noch was. Jetzt ist natürlich, eigentlich darf ich Max Hopp natürlich jetzt nicht mehr provozieren, weil er natürlich belastet. Er hätte so einen Videokarsten. Ja, weil er natürlich belastendes Material gegen mich in der Hand hat. Aber ich mache das jetzt trotzdem, weil es ist doch gut. Ja, weil wir bleiben beim World Cup of Darts oder gehen zurück zum World Cup of Darts. Da wieder mit der Kim. Es ist nicht wirklich ein Tanz. Aber es war so diese Siegeschoreografie von und Martin Schindler. Und die haben Schindy. Einfach wie so ein Tanz auch deutsch-rustikal ablaufen. Das finde ich so cool. Noch abgeräumt am Ende, nicht ganz mit abgeräumt. Also, es lief richtig Max, gut. Ich habe ordentlich abgeräumt. Guck mal, zwar guck mal. Den Tisch und nicht das... Rums. Aber man kann sagen, ihr habt euch auf jeden Fall sehr, sehr gefreut über euren Sieg. Also die Freude war sichtbar. Mann. Geil. Auf jeden Fall, ja. Das ist so der Moment, wenn du denkst, ach, ich habe 5 Kilo abgenommen, jetzt kann ich mir so einen Sprung erlauben und dann bumm. Deutschland hat nicht nur den Luxemburg vom Sport weggehauen, aber auch die Getränke vom Tisch. Die Ungarn sahen aber ganz schön nach Luxemburg aus hier. Oh. Das war Team Ungarn. Aber das Team Ungarn, tut mir leid. Streber. Ja, Ungarn, so kennen wir dich. Weißt du. Wenn du keinen Durst hast, nimm das nächste Mal einfach vom Tisch und stell es auf den Boden. Die anderen können das noch trinken. Prost. Demi, wann hat das eigentlich mit der Tanzerei bei dir angefangen, bei deinem Walk-On? War das mehr so eine spontane Aktion? Ich kann mir vorstellen, es hing sicherlich auch mit deinem Walk-On-Song zusammen, weil der verleitet ja auch. Das ist eigentlich gekommen auf meinen... Ich glaube, meinen zweiten European Event, PDC Europe Event. Das war sogar noch in Holland.
in die Niederlande. Ich glaube, das nennt man dort Veldhoven, der Dutch Darts Masters. Und dann musste ich Spiele gegen Joe spielen. Und dann, ja, der Mac hat vorher dieses Lied gehört, Happy Even Farm Williams. Und er sagt mir, hat das aber einen guten Tune. Das hört sich gut an, das hört sich lustig an. Weißt du was? Ich glaube, das ist perfekt für dich. Und dann habe ich mir das angehört und ja, sofort. Das war lustig, das hat mich ein gutes Gefühl gegeben. Ich denke mir, ja, komm, lass mal ein bisschen verrückt sein. Also ich gehe auf die Bühne, ich tanze ein bisschen. Der Mac, der schaut dann zu die Zuschauern und sagt, die magen das, die finden das toll. Der zweite sagt er, Demi, nimm dir, wenn du willst, sogar eine halbe Stunde und tanzt eine halbe Stunde. Das Publikum liebt es. Dann sollte es weitergekommen. Aber niemals einstudiert, einfach locker gekommen. Alles passiert locker. Und das macht Spaß, das ist echt, das macht Spaß. Das sieht man dir auf jeden Fall auch an. Wobei, ich glaube, bei einer halben Stunde tanzen, da würdest du dann wahrscheinlich gehen wie Kirk Shepard. Da wäre es vielleicht ein bisschen schwierig mit dem Spielen danach. Aber wobei. Oder die Gegner hat keinen Bock mehr. Schwindelig getanzt. 6-0 Vandenberg, der Gegner ist vor einer Viertelstunde gegangen. Ja. Das ist. Das ist halt auch nicht schlecht. Ich nimm's. Max, wenn wir schon den besten Dartspieler Belgiens hier heute bei uns in der Show haben, dann haben wir uns gedacht, es wird doch auch Zeit oder es wäre doch angebracht für uns auch, dass wir ein bisschen was über Belgien lernen oder über berühmte Belgier. Und deshalb haben wir hier ein paar berühmte Belgier rausgesucht. Ich werde gleich ein paar Fotos von denen zeigen. Und ich bin gespannt, Max, ob du diese Belgier kennst. Ich bin auch gespannt, ob der Dini alle kennt, nebenbei bemerkt. Ja, ich bin jetzt schon im Stress. Und ich habe mir auch überlegt, wir werden das so machen. Ich werde jetzt hier mal alle Hände runternehmen. Ja, alle, die jetzt die Hände oben hatten, wir nehmen jetzt mal alle runter, weil wenn der Max was nicht weiß, dann kann jemand aus dem Publikum seine Hand heben. Und wenn er es dann weiß, würde ich sagen, bekommt er eine unserer persönlichen Videobotschaften von Max Hopp. Max, ist das ein Deal? Wollen wir das so machen? Das ist ein Deal. Habe ich auch die Option, nebenbei WhatsApp mit Kim Heilbrecht zu schreiben? Nein. Das war klar und deutlich. Das gehört nicht zum Spiel. So, wir gucken uns jetzt hier mal an. Also das ist noch nicht das Foto, wovon wir reden. So. Der kennt er, glaube ich, noch nicht. Den einen Belgier kennt er auf jeden Fall. So, hier haben wir eine belgische Person, Max. Und du bist ja selbst auch Fußballfan und auch... Ja. Auch irgendwie Fan dieses Vereins da. Wir möchten da nicht mehr drauf eingehen. Da gehe ich davon aus, dass du den auf jeden Fall kennst. Ja, Sympathisant des Vereins auf jeden Fall. Und ich hätte nicht gedacht, dass er Belgier ist, aber das sieht für mich schwer nach Daniel van Buyten aus. Es ist tatsächlich Daniel van Buyten. Es ist ein sehr, sehr solider Start in dieses Belgien-Quiz für Max Hopp. Und deshalb gehen wir doch direkt mal weiter. Hier haben wir den nächsten sehr, sehr berühmten Belgier. Okay, also auf jeden Fall hätte ich ihn gerne als Sponsor. ja, das ist, keine Ahnung, der Dimitri Porsche. Dimitri Porsche. So. Ja, das ist mein Großvater. Also gehe ich schon mal richtig in der Annahme, Max, dass du es in dem Fall nicht weißt, wer das ist. Nein, ich weiß es nicht, aber ich möchte ihn gerne kennenlernen. Das kann ich nicht versprechen, aber wir schauen, bevor wir Dimi fragen, Dimi sagt noch nichts. Gucken wir jetzt mal, hier sind nämlich zwei Hände oben. Einmal nämlich Nils P. und einmal Luca Schmidt. Wir gehen jetzt mal. Ah nee, der Nils P. hat schnell die Hand wieder runtergenommen und sich gedacht, oh nein. Deshalb nehmen wir Luca Schmidt und holen ihn hier mal zu uns in die Diskussion. Und dann sind wir gespannt, ob er weiß, wer das ist. Und dann hoffen wir, dass wir ihn gleich auch hören werden. So. Hallo. Luca, hi, grüß dich. Jawohl. Hallo. So, du kannst dem Maximizer helfen. Du weißt, welcher Belgier das hier ist. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es müsste Jackie X sein. Das ist... Dimi, was sagst du, wer es ist? Habe ich doch gesagt. Mein Großvater. Also nee, du weißt nicht, wer es ist, Dimi? Nein, leider nicht. Ich habe mich keine Ahnung. Nee. Okay, ich frage das deshalb, Dimi, weil das noch wichtig werden könnte, dass du das nicht gewusst hast. Aber Jackie X ist natürlich richtig. Ehemaliger Formel-1-Fahrer, unter anderem für Ferrari und McLaren an den Start gegangen. Das heißt, Luca, sehr, sehr gut. Du hast dir eine persönliche Videobotschaft vom Maximizer verdient. Danke, Luca. Wir suchen uns auf jeden Fall deine Mailadresse raus. Ich schreibe mir deinen Namen auch gerade hier mal auf, dass ich das auf keinen Fall vergesse.
Und dann, ja, danke, Lukas. Sogar ich bin jetzt ein bisschen weiser. Und dann werden wir uns melden bei dir. Vielen Dank, Luca. Alles klar, dankeschön. Tschüss, schönen Abend noch. Schönen Abend. So, also der Maximizer einmal schon vom Publikum gerettet worden. Und deshalb jetzt vielleicht wieder eine Nummer einfacher und vielleicht auch ein bisschen mehr unsere Generation. Aha. Max, wie sieht's aus? Der modelt bestimmt. Das könnte sein, aber das ist, wenn, dann nur sein Nebenjob. Ich habe jetzt echt auf Lukaku gehofft. Also Romelu Lukaku, den hätte ich noch gekannt, aber. Ja, wir können ja nicht nur Fußball machen. Das müssen ja schon. Ja, nur ein bisschen, ja, Muskeln weniger. Aber sehe ich so aus, als würde ich solche Klamotten tragen oder so? Also ich kenne den nicht. Nee, das nicht, aber du siehst aus, als ob du Leute kennst, die solche Klamotten tragen. Philipp, das ist aber eine Idee. Der nächste Mal der Max in so ein Outfit spielen lassen. Nee, lieber nicht. Sieht so ein bisschen aus wie das, was Gary Anderson eine Zeit lang mal getragen hat. Ne? So ein bisschen diese. Also gehe ich richtig in der Annahme, Max, dass du Hilfe brauchst? Definitiv, helft mir. So, deshalb fragen wir doch mal die Natalie. Ja, die kennt sich bestimmt aus mit Mode. Ja, safe. Na, du wirst dich noch ein bisschen überraschen. Wir fragen Natalie, ob sie diesen berühmten Belgier hier kennt. Und sobald sie sich entstummt hat, jawohl, was jetzt der Fall ist, kann sie ist uns das ein Musiker? Helfen. Natalie, grüß dich. Hallo. Hallo, Natalie. Du hast den Durchblick und weißt Bescheid, wer das ist? Nee, also ich würde tippen, das ist Stromae, der Sänger. Ah, ja. Habe ich schon mal gehört. Ja, Demi sagt, das ist richtig. Demi hat es auch gewusst. Viel wichtiger ist aber, Natalie hat es gewusst. Sehr, sehr richtig. Ja. Das ist tatsächlich Stromae. Und deshalb geht auch an dich, liebe Natalie, eine persönliche Danksagung vielleicht sogar vom Maximizer. Ja. Dankeschön, Natalie. Gerne. Max, kennst du nicht dieses Lied, wenn die singen Alors Danse? Doch, Alors Danse. Das kenne ich, ja. Genau, dieser Song ist es nämlich. Natalie, vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Und viel Spaß noch beim Rest der Show. Max, also bisher 1-2 für dich. Und also der hat jetzt eigentlich schon zu dem gehört, den ich dir zugetraut hätte. Da habe ich gesagt, okay, den macht er auf jeden Fall, den weiß er. So. Ach ja, dumm. Was sagst du, Demi? Wie heißt der? Ich habe noch nicht einen Namen gesagt, aber ich habe mir, glaube ich, schon eine Idee. Oh, düster, Junge. Düster sieht es aus für mich. Ach, ich glaube, du bist noch zu jung. Aber auf diesem Bild sieht man doch auf dem Hintergrund der deutsche Flagg. Fast, ja. Ah, doch, rechts ist die deutsche Flagge sogar. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Gutes Bild von dir, Philipp. Ich könnte jetzt sagen, genau deshalb habe ich das Bild ausgewählt, aber es ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Aber es passt sehr, sehr schön zu dieser Show. Belgisch-deutsche Freundschaft. Ja. Also, Demi, ich habe rausgehört, dann fragen wir einfach in dem Fall mal dich und niemanden aus dem Publikum. Ich habe rausgehört, du weißt, wer es ist? Ich habe die Gedanken, Eddie Merckx. Stimmt das? Tatsächlich, Eddie Merckx, fünffacher Sieger der Tour de France und fünffacher Sieger der Giro d'Italia, der vielleicht beste Radfahrer aller Zeiten. Und Demi, dieser Mann möchte auch gerne mein Sponsor sein. Und Demi, dadurch, dass du das jetzt gewusst hast, habe ich eine interne PTC Europe-Wette verloren. Ich danke dir herzlich. Bitte schön, du musst mich nicht unterschätzen, mein Freund. Das stimmt. Ich hab dich in dem Fall wirklich unterschätzt. Ich habe von meiner Unwissenheit auf deine geschlossen und das war falsch. Ich entschuldige mich dafür. Wir haben aber Ich kenne nicht nur Stock gegen Wand, ne? Ich kenne nicht nur das. Wir haben aber auch noch zwei in der Pipeline für den Maximizer. Den nächsten, glaube ich, Max, der ist wieder gut möglich. Der ist wieder gut möglich. Also natürlich kommt der drin. Zweimal die gleiche Person. Also der ist vor allem bekannt als Schauspieler und auch als mein persönliches Bodydouble. Aber Max, vielleicht weißt du, wer das ist. Also Schauspieler wäre hier auch sofort drauf gekommen. Ich habe ihn auf jeden Fall schon mal gesehen. Gibt es einen Film, den man mir sagen kann, wo der mitspielt? The Quest. The Quest. Nie gesehen. Double Impact. Auch nie gesehen. Jetzt wird es schon dünn. Bloodsport. Nee, auch nicht so mein Fall. Dann würde ich sagen, bleibt dran.
ist es jetzt doch nochmal drauf gemacht. Ja, total. Max, es sind 19 Hände, 20, 21 Hände sind oben. Sie alle wollen helfen. Ach du Scheiße. Und jetzt komme ich mir echt dumm vor. Wir fragen Miriam und Gerd, ja, gleich im Doppelpack, also quasi Schwarmintelligenz auch noch. Ja. Und ich bin gespannt, aber ich bin mir relativ sicher, dass die beiden helfen können und genau wissen, um wen es sich da handelt. Ich bin mir auch sicher, dass Max den zweiten Videonachricht schicken kann. So, Miriam und Gerd, wir können euch, glaube ich, mittlerweile hören. Und ihr wollt dem Maximizer helfen. Ja, natürlich. Das machen wir doch gerne, natürlich. Kein Thema. Dann die Media mag bestimmt das linke Seite von Bild. Ich mag den Maximizer. Oh, hello. Dankeschön. Max, wir haben schon gegeneinander gespielt. In Bremen im Weserpark. Echt? Ja, im Weserpark, im Einkaufszentrum. Das war cool da. Die Frau mit dem Werder-Sweatshirt. Mit dem Werder-Sweatshirt. Ja, sehr gut. Du hast desaströs niedergemacht. Entschuldigung. Guck mal, und trotzdem will dir die Miriam helfen, Max. Das ist ein Zeichen wahrer Größe. Finde ich auch. Miriam, Gerd, sagt uns noch mal, um wen handelt es sich da auf dem Foto? Das ist Jean-Claude Van Damme. Yep. Ja, den habe ich schon mal gehört. Ja. Das ist ihm. Seine Spitzname, ja, gut, The Muscles Nutsball from war Brussels. Auch Ende der 80er. Ich glaube, das war ein bisschen vor eurer Zeit. Ja. Das ein war das linke Bild. Ohne Witz, dieser Mann hier ist mein favoriter Schauspieler. Ist mein Favorite. Ähnlich wie vorhin die deutsche Flagge, habe ich das nicht gewusst. Aber trotzdem in dem Fall dann ganz gut ausgewählt. Also auch an Miriam und Gerd. Tausend Dank euch beiden. Eine Video-Message vom Maximizer. Ja, cool. Ja, aber sehr gerne doch. Vielen Dank. Aber sehr gerne. Schön, dass ihr heute Abend bei uns seid und viel Spaß noch beim Rest der Show. Dankeschön. Euch auch noch viel Spaß. Danke für dabei zu sein, meine lieben Menschen. So. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Seine Spitzname ist die Muscles from Brussels. Muscles from Brussels. Und einen haben wir jetzt noch, Max, der ist, also. Ich sehe da relativ schwarz. Der Mann ist auf Wikipedia beschrieben als belgischer Nationalheld. Okay. Ich werde gleich so ein bisschen was auch über ihn erzählen. Ich bin auch gespannt, ob Dimi ihn kennt. Max, wie also, kann ich nicht einfach die Hauptstadt von Belgien sagen oder irgendwie sowas? Amsterdam? Nein. Also Max, auch in dem Fall, glaube ich, ist es relativ schwierig. Dann ja, ich tippe jetzt einfach mal. Jean-Claude Van Damme Senior. Senior. Das ist sehr, sehr einfallsreich. Aber Dimi, du als unser Belgian Insider, hast du eine Ahnung, wer es ist? Für mich sieht er ein bisschen aus wie unser König, also unser alter König. Ja, also. Ich selber weiß mir nicht ganz sicher, wer dieser Mann ist. Man kann es auch, also hier, das ist ein Billard, ein Snooker-Player oder Billardspieler, kann ich mir schon sehen. Bestimmt so ein Spieler, dass man mit einer gelben, roten und weißen Bell so spielen muss. Exakt. Ich glaube, so einer. Es handelt sich dabei um Raymond Köhlemanns. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ach, ihn, ja. Es ist ja. Raymond Köhlemanns. Ach, der Raymond. Ja, der Raymond, na klar. Na klar, der Raymond. Ja. Er wird auch Mr. 100 genannt. Und man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was der. Also der Mann ist Dreibandspieler, so heißt diese, ja, diese, so diese, ist das diese Billard, ja. Diese Billard-Variante, die er spielt, auf einem Tisch, der keine Taschen hat. Also man versenkt da gar keine Kugel, sondern muss immer über viele Banden spielen. Und es ist recht kompliziert und recht. Ja. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, der actionreichste Sport, aber. Was der Mann gewonnen hat, ist unfassbar. Der ist 61 Mal belgischer Meister, 44 Mal Europameister und 33 Mal Weltmeister. Also ich habe ja eigentlich immer gesagt, dass mir kein anderer Einzelsportler einfällt, der eine Sportart so dominiert hat wie Phil Taylor. Aber ich glaube, Phil Taylor, wer bist du denn jetzt? Ich glaube, Raymond Köhlemanns hat Phil Taylor in der Tasche mit seinen 33 Weltmeistern. Wow, das ist auch über 100 Meisterschaften, dass er gewonnen hat. Belgische, europäische oder Weltmeister. Das ist verrückt. Überleg das mal. Also ich gehe davon aus, dass die belgische Meisterschaft auch nur einmal pro Jahr ausgetragen wird und dann hat er die 61 Mal gewonnen. 61 ja. Mal. Das ist also komplett Malle eigentlich. Komplett Malle. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal an alle, die mitgemacht haben. Ja, aber Philipp,
Philipp, jetzt muss ich mal die Hand heben. Wie viele haben denn teilgenommen in Belgien? Wenn er 61 Mal. Das ist ja jetzt nicht das größte Land, ne? Er hat sich, Landkarte. Er hat sich nur angemeldet. Wahrscheinlich. Das habe ich tatsächlich nicht recherchiert, wie viele Leute so an der durchschnittlichen belgischen Dreibandmeisterschaft teilnehmen. Aber also in Belgien gibt es fast in jeder Kneipe so einen Tisch, dass man Dreibänder spielen kann. Also ich glaube, es gibt ganz viele, die es können, aber wow, das 61 Mal gewinnen, das ist verrückt. Also ich finde das sowas, ich finde es toll, ich finde es ein tolles Spiel. Aber diese alten Männer, wenn sie draufgehen, dann bin ich gar nichts. Ja. Wer bin ich denn? Auf jeden Fall haben wir eine Menge gelernt und eine Menge gelernt vor allem über große Belgier. Und zum und Abschluss unserer Sendung würde ich sagen, wird es doch Zeit, dass nicht nur ich die Fragen stelle, sondern auch noch ein, zwei Fragen von unseren Zuschauern gestellt werden. Und deshalb holen wir uns mal Mugger. Komm ganz schön dabei. Mugger 01. Mugger, Magga. Ich bin gespannt. Mugger 01. Magga. Man kann natürlich auch noch nicht so genau sagen, wer sich dahinter. Also bei mir nennt er Nils P. Wieso haben wir den Nils P. jetzt auch noch hier? Das ist doch Quatsch. Hört ihr mich? Er sagt, hört ihr mich? Philipp macht ihn stumm. Nee. Ich glaube, wir haben Mugger. Jetzt ist Mugger dort. Hallo, ich bin Uwe. Der Uwe, grüß dich. Hallo Uwe. Hallo Uwe. Aus Versehen. Ich finde es ja cool, dass ich heute mal da meine Stimme abgeben darf. Ja, finde ich unbedingt. Echt cool. Wir freuen uns auf deine Frage. Ja, also ich habe mal eine Frage an alle beide. Und zwar finde ich, beim Dartsport ist es ja so ein bisschen wie im Fußball. Ob das die Ernährung, das Training, was es alles gibt, ob das diese 3% ausmacht, dass man vielleicht Dart-Weltmeister wird. Ja, was ist dein Gefühl darüber, Max? Ja, ich bin ja noch nicht Dart-Weltmeister geworden, deswegen kann ich das schlecht sagen, ob das, was ob das redest die 3% du? Dann ausmacht. Wie? Ja, bei der Jugend. Ja, na dann. Das nein, ist aber Tier. Vom Training her, ist ja im Prinzip beim Fußball ist es ja auch so, es wird alles immer auf die Spitze getrieben und ob dies bisschen diese 2-3%, ob die das wirklich ausmachen, was meint ihr dazu? Ich also habe eine lustige Antwort. Ohne Spitzen wirst du nicht treffen. Ja, nee, ist klar. Und das ist bei beiden so. Das stimmt, ja. Also Männer, ich ja, bin also, wieder, ja, es spielt jetzt eher eine untergeordnete Rolle. Also es wird nicht so akribisch wie im Fußball drauf geachtet. Ich glaube, der Fußball ist da deutlich professioneller als bei uns. Ich glaube, gerade in England ernähren wir uns jetzt nicht sonderlich gesund. Da ist sehr, sehr viel Lieferservice dabei oder sehr, sehr viel fettiges Essen. Es ist auch schwierig, sich da tatsächlich gesund zu ernähren, weil die einfach eine ganz andere Lebensweise haben als wir. Und beim Dart ist es letztlich aber schon wichtiger geworden, die letzten Jahre fit zu sein. Und ich glaube, das kann der Dimitri auch bestätigen. Wir machen seit sowieso ein paar Jahren beide Sport. Wir kennen uns ja auch von früher. Ja, mit 16 war ich leicht pummelig, der Dimi ein Strich in der Landschaft. Und wir haben es beide geschafft, irgendwie, glaube ich, eine ganz gute Statur zu kriegen über die Jahre. Und das hat uns sicherlich auch dabei geholfen, erfolgreich zu sein. Ja, sowieso. Das ist auch natürlich für den Darts, wenn du eine gesunden Körper hast, dass du auch eine gesunde, also Seele, ist das richtig? Geist. Oder gesunden Geist. Und ja, du hast auch wegen einem fitten Körper, kannst du auch den ganzen Tag spielen auf einem höheren Niveau. Aber wenn du einen Körper hast als andere Spieler in der Darts, ich werde jetzt auch keinen Namen so sagen, weil es sind ja einfach dort, die ein bisschen zu viel haben. Und die werden das auch merken, wie lange diesen Tag dauert. Die werden ja so müde sein, vielleicht nach 3-4 Stunden, wenn die ans Board waren und dann diesen Fokus. Glaub mir, Darts ist nicht nur Dartspielen, aber auch mit dem Geist konstant dabei sein, die mentale Kraft. Und das macht ja einen Mensch müde. Ja, das stimmt. Man ist einfach belastbarer und gerade bei uns ist es ganz wichtig, lange Zeit die Konzentration aufrechtzuerhalten und wirklich über den Tag verteilt gute Darts zu spielen. Das schaffst du halt einfach nur, wenn du körperlich fit bist. Ja, okay. Das stimmt. Deswegen ist Gervin Price Weltmeister. Ich danke euch. Einen schönen Abend noch. Uwe, gerne. Danke deiner Frage. Wir danken dir, dass du dabei warst und die Frage gestellt hast. Vielen, vielen Dank. Ja, ciao, ciao. Mach's gut, Uwe. Ciao, ciao.
Und damit, nein, komm, einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Einen können wir noch. Das ist, wir sind natürlich. Wir sind ja vielleicht mal eine Frage an Philipp. Wer wird denn der neue DFB-Nationaltrainer? Ede Geier? Louis van Gaal. Ja, bitte. Max, du redest auch gut Holländisch. Ja, die jetzt kennen musst wir. Du das, Philipp, du musst das nachmachen. Wir machen das gleich noch, aber wir haben jetzt uns gerade noch mal die Kathy dazugehört. Ich habe das Gefühl, der Name mutet leicht belgisch oder niederländisch an. Belgisch. Sie ist von Belgien. Ja. Sie hat sogar... Ich weiß noch mal, auf diesen German Gold Cup ist sie sogar meine Mutter genannt. Okay. Das war lustig. Katie, ich glaube, wir können dich hören. Du uns auch, hoffe ich. Ja, ich kann dich hören. Überragend. Dann schieß gerne los, was du fragen möchtest. Ich hatte eigentlich Hallo Max übrigens. Hallo. Ja, genau. Wie geht's dir? Sehr gut. Und dir? Boah, geht schon. Geht schon. Langeweile von wegen, ich kann nirgendwo hin und ich kann nicht Dart spielen jetzt. Ne? Ja, das stimmt. Außer online. Ja, das geht uns leider allen so. Aber umso schöner, dass wir uns hier alle zwei Wochen einmal zusammenfinden können für die Not-So-Late-Night-Dart-Show. Katie, also eine Frage, eine explizite, hast du nicht an die beiden? Ja, doch. Oh. Dimitri. Jawohl. Mein kleiner Bruder. Hallöchen, große Schwester. Sag mal, bist du jetzt ein bisschen mehr gestresst, wo du im Moment eigentlich das Gesicht von Darts bist in Belgien, weil du auch viele Interviews machen musst und was auch immer? Ja. Nö, zurzeit gar nicht. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland gewissen ist, dass es zum ersten Mal Anfang der letzten WM gebroadcastet ist auf den TV in Belgien. Also ich arbeite zusammen mit einer großen Firma, so wie in Holland RTL 7 hat. Mit so einer Firma arbeite ich jetzt zusammen in Belgien. Also die fragen viel, aber ich möchte sie auch nur weiterhelfen, sodass alle anderen Spieler in Belgien die Chance bekommen, auch Profi zu werden. Weil man kann es sehen, in Deutschland gibt es mehrere und mehrere Spieler, die Profi werden. Und sowas möchte ich auch für Belgien, dass viel mehr Spieler die Chance bekommen, dass sie Sponsors bekommen. Also ja, ich bin zurzeit sehr beschäftigt, aber ja, trotzdem bin ich noch sehr fokussiert auf meinen Sport, weil ich liebe es, es ist mein Passi. Also nö, ich bin gar nicht darüber gestresst. Ich helfe, wo ich helfen kann, und sonst geht die Karriere weiter. Okay, haben wir schon gedacht. So wie du mich kennst. Genau. Aber doch nochmal nachgefragt und die sichere Antwort von dem erhalten. Kathi, vielen Dank, dass du bei uns warst. Gerne. Vielen Dank für die Frage und alles Gute für dich und bis ganz bald. Tschüss, Kathi, mach's gut. Tschüssi. So, und das bedeutet 21.04 Uhr, dass wir am Ende der Not So Late Night Darts Show powered by Hülo angekommen sind. Aber. Aber wir mussten noch unseren Philipp/Louis van Gaal hören. Na, pass auf. Ich fand ja Louis van Gaal derartig großartig, dass ich mir dann auch holländische Videos von Louis van Gaal angeguckt habe. Unter anderem eine Pressekonferenz bei Ajax Amsterdam, wo er in typischer Louis van Gaal-Manier die komplette Journalie zur Schnecke gemacht hat. Wo dann ein der Journalisten fragte, Ben je nou zo dumm? Bin ich nou degene, die so schlimm ist, oder bin jij so dumm? So, und das war, das habe ich dem ganz gut, oder? Hannover erzählt. Und ich glaube, er träumt manchmal heute noch davon. Oh, ich heule immer noch vom Lachen. Das war so verrückt. Ich hätte dich so angeguckt mit solchen Augen. Hä? Redest du meine Sprache? Was? Ja, es ist. Aber das war auch nur das. Ja, genau. Danach kommt auch nicht mehr viel. Van Gaal-Zitate und danach ist auch Schluss. Der Max kann dich noch sehr viel beibringen. Wir werden dran arbeiten, Männer. Ich arbeite an mir. Vielleicht können wir irgendwann mal in 3 Jahren machen wir dann vielleicht mal eine Not-So-Late-Night-Darts-Show auf Niederländisch. Das ist doch ein Ziel, das wir anvisieren können. Interessant. Wir sind am Ende angekommen unserer 6. Episode der Not So Late Night Darts Show, powered by Hülo. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Dimitri Vandenberg und bei Max Hopp. Jungs, schön, dass ihr dabei wart. Ganz, ganz viel Erfolg dann natürlich bei der Super Series 2. Wir drücken euch die Daumen.
Und ein großes Dankeschön natürlich auch an euch alle, die ihr heute Abend als Zuschauer dabei gewesen seid, die ihr Fragen gestellt habt, die ihr dem Maximizer aus der Klemme geholfen habt beim Belgien-Quiz. Übrigens diejenigen, die die richtigen Antworten gegeben haben und eine Videonachricht von Max bekommen, schreibt uns gerne auch nochmal auf mail@pdc-europe.tv. Ja, meldet euch da gern, dass ihr das Quiz gewonnen habt. Wir finden euch sonst auch so in der Liste, aber wenn ihr euch da auch nochmal meldet, dann gehen wir auf jeden Fall auf Nummer sicher und können sicherstellen, dass euch die Videonachrichten dann zukommen. Vielen Dann wartet ja jetzt ein bisschen Arbeit auf mich. Ich glaube, die zehn Minuten findest du, Max. Das kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Ich mache auch noch eine für den Demi auf Belgisch. Ich bin mal schön gespannt. Mit dem Meniskus. Ja. Also nochmal vielen Dank, dass ihr alle dabei gewesen seid. Haltet alle die Augen offen auf den Social-Media-Kanälen der PDC Europe. In 2 Wochen steht die nächste Folge an der Not-So-Late-Night-Darts-Show. Auf unseren Kanälen erfahrt ihr dann auch auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf Twitter, wer dann dabei sein wird. Danke nochmal an Demi, danke an Max. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Sehr gerne. Schönen Abend. Tschüss alle. Ich auch. Tschüss. Ciao.